Guten Abend aus dem Parteihaus der Frankfurter SPD. Ich begrüße euch und Sie alle recht herzlich zu einer Veranstaltung des Arbeitskreises Wirtschaft mit dem Titel Sozialunternehmen, Wirtschaftskraft in und für Frankfurt. Wir hätten das Datum heute nicht besser wählen können. Am gestrigen Montag hat der Parteivorstand der SPD das Zukunftsprogramm, das Wahlprogramm der SPD auf Bundesebene für die Bundestagswahl in diesem Jahr beschlossen mit dem Titel Zukunft, Respekt, Europa. Und ein Schwerpunkt dieses Programms ist das Thema nachhaltige Wirtschaft. Ich darf ganz kurz als Einleitung zitieren. Dort steht, den sozialökologischen Umbau der Wirtschaft meistern wir, wenn wir wirtschaftlichen Erfolg zukünftig nicht nur am Bruttoinlandsprodukt messen, sondern am Wohlergehen der gesamten Gesellschaft und der Natur. Für die Rahmenbedingungen ist der Staat verantwortlich. Er gibt Impulse durch kluge Spielregeln, die soziale und technische Innovationen hervorbringen. Ich denke, das ist ein guter Einstieg in unsere heutige Veranstaltung und es passt zum Selbstverständnis von Sozialunternehmen. Jetzt wird es wahrscheinlich auch einige von euch oder von Ihnen geben, die fragen, was ist ein Sozialunternehmen? Auch das werden wir natürlich gleich klären. Es lässt sich in jedem Falle sagen, dass Sozialunternehmen eine wichtige wirtschaftliche Kraft bei uns im Land und auch bei uns hier in Frankfurt sind. Eine Kurzdefinition, ich sage eine, weil wir gleich mit meinen Gästen darüber sprechen werden, wie definiert sich eigentlich ein Sozialunternehmen. Eine Definition ist sicher, dass diese innovative Ansätze haben, mit denen sie gehen mit einer unternehmerischen Lösung an gesellschaftliche und ökologische Herausforderungen an. Es gibt etwa 1700 Sozialunternehmen in Deutschland. Mein Name ist Kolja Müller, ich bin einer der Sprecher des Arbeitskreises Wirtschaft und freue mich jetzt auf zwei Gesprächspartnerinnen, die uns einiges über ihre Arbeit und über Sozialunternehmertum erzählen werden. Es sind Unternehmen, die weit über Frankfurt hinaus bekannt sind und ich kann zu meinem ersten Gast sagen, wer diese Masken kennt, der kennt auch die Firma Stitch by Stitch und damit auch meine erste Gesprächspartnerin des heutigen Abends, Nicole von Alvensleben. Niki, wir duzen uns, ist Sozialunternehmerin und eine der Gründerinnen von Stitch by Stitch. Gemeinsam mit ihrer Partnerin Claudia Frick hat sie und professionellen Schneiderinnen, die allesamt eine Fluchterfahrung haben, hat sie das Unternehmen Stitch by Stitch gegründet und macht Serienproduktionen für lokale Start-ups, Modelabels, die zeitnah und effizient angefertigt werden. Herzlich willkommen, liebe Niki. Vielen Dank, Kolja. Hallo. Jeder von uns, nicht nur in den letzten 12 Monaten, spricht über das Thema Digitalisierung. Es ist eines der Megathemen unserer Zeit. Und gerade in der Corona-Krise sind Videokonferenzen und Messenger-Dienste fester Bestandteil unseres Lebens. Aber die Digitalisierung bringt auch Schattenseiten mit sich. Cybermobbing, Sexting, die Liste ließe sich beliebig verlängern und Jörg Schüler, unser zweiter Gesprächspartner heute Abend, ist Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Digitalen Helden. Das Team Digitale Helden bildet Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler aus, die jüngeren Schülerinnen und Schülern im Umgang mit persönlichen Daten im Internet, sozialen Netzwerken und bei der Prävention von Cybermobbing beraten. Schön, dass du auch dabei bist heute, lieber Jörg. Dankeschön, und, lieber Kolja. Schönen guten Abend. Und ich freue mich natürlich über alle Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause an den Bildschirmen, an den Handys, dass Sie mit dabei sind. Und auch ihr dürft gerne Fragen stellen. Es soll also nicht nur hier gefragt werden, sondern auch ihr sollt Fragen stellen. Das könnt ihr über die Chatfunktion machen. Dazu werde ich tatkräftig unterstützt von meiner Kollegin Katharina, die auch Teil des Arbeitskreises Wirtschaft der Frankfurter SPD ist und die eure Fragen entgegennehmen wird. Katharina, mag sich kurz vorstellen? Hallo aus dem Backoffice und nochmal die Aufforderung, stellt gerne eure Fragen und dann werde ich die bei Gelegenheit einspielen. Wunderbar, vielen Dank. Ich habe eben schon eingangs das SPD-Zukunftsprogramm angesprochen. Niki, ich will nochmal mit einem Zitat aus dem Programm starten. Bevor ich das mache, muss ich noch mal klarstellen, weil hier so viel SPD gerade natürlich auch thematisiert wird. Weder Niki noch Jörg sind Mitglieder der SPD, sondern sie sind Sozialunternehmer, Sozialunternehmerin. Sie sind sehr aktiv in Frankfurt und darüber hinaus und deswegen haben wir sie eingeladen. Das vielleicht nur vorneweg schon mal zur Klarstellung. Im
Zukunftsprogramm der SPD, das wie gesagt gestern verabschiedet wurde, steht: Wir wollen die wirtschaftliche Modernisierung des Landes mit gesellschaftlichen Zielen und nicht zuletzt der Schaffung zukunftsfähiger Arbeitsplätze verbinden. Für mich, Niki, hört sich das an wie das logische Selbstverständnis einer Sozialunternehmerin. Würdest du zustimmen oder es anders definieren? Ich würde zustimmen, aber das noch erweitern. Also die, wie du das eigentlich schon eingangs erwähnt hast, in Sozialunternehmertum geht eine gesellschaftliche Herausforderung mit einer unternehmerischen Lösung an, beziehungsweise unternehmerischen Mitteln, um innovative oder neue Lösungen zu finden. Vor allen Dingen finde ich auch das Element der Kreativität ganz wichtig. Also dass Dinge zusammengebracht werden, die man vielleicht vorher noch nicht so zusammengefügt hat. Ganz kurzes Beispiel. Es gibt ein Sozialunternehmen, das blinde Frauen ausbildet zur Brustkrebsfürsorge. Hier wird die vermeintliche Blindheit, die vielleicht als Schwäche gesehen wird, als Stärke umgemünzt, weil sie eben eine ausgeprägte gute Tastsensibilität haben und das eingesetzt, um bei Brustkrebs, was auch nicht so einfach ist, zu ertasten, dort eben die Frauen eingesetzt. Also auch eine, und da ist, finde ich, ist ein kreatives Element dabei, was, finde ich, nochmal ein Sozialunternehmertum zu dem, was du jetzt noch als Definition genannt hast, noch erweitert. Okay. Damit ihr und sie euch alle ein Bild machen können, was Niki, wenn sie mal nicht bei der SPD sitzt, sonst so den Tag über macht, wie Stitch by Stitch arbeitet, haben wir einen kleinen Film mitgebracht. Ich würde die Technik bitten, den kurz einzuspielen und dann sprechen wir gleich weiter. Mhm. Hallo, mein Name ist Niki von Alvensleben. Ich bin die Co-Gründerin von Stitch by Stitch und begrüße Sie hier in unseren Werkstatträumen. Stitch by Stitch ist eine Schneidermanufaktur, die mit geflüchteten und professionellen Schneiderinnen zusammenarbeitet. Und wir fertigen für Modelabels Kleinserien an. Das bedeutet 10 Hosen, 5 Röcke und 3 Blusen im Monat. Und die Schneiderinnen, die bei uns arbeiten, bringen wir auch in eine Ausbildung oder eine Nachqualifizierung, damit sie ihre mitgebrachten Fähigkeiten zertifiziert bekommen. Und das im Gesellenbrief zur Maßschneiderin. Und nicht nur fertigen wir für andere Modelabels, sondern auch unser eigenes Modelabel. Da arbeiten wir ausschließlich mit nachhaltigen Materialien, also Biobaumwolle oder upcycelten PET-Flaschen, die einen wunderbaren Stoff herstellen lassen. Und das sehen Sie auch noch ein bisschen später in unserem Rundgang. Und ja, ich würde Sie gerne einfach mitnehmen und ein bisschen unsere Räume zeigen. Wir sind auf 3 Etagen in einem Hinterhaus in Bornheim-Mitte in Frankfurt aufgeteilt. Und ja, kommen Sie doch einfach mit. Hier sind wir in der oberen Werkstatt. Hallo Eva. Hallo. Unsere Werkstattleiterin. Und sagen noch Saida, die im zweiten Lehrjahr ist, auf sich auf ihre Zwischenprüfung vorbereitet. Hallo. Kurz hallo. Und gehen aber dann auch runter. So, und jetzt gehen wir in unseren blauen Salon. Hier findet einmal der Deutschunterricht statt, aber auch Nachhilfe in Mathe oder in Fachunterricht. Und mittags, ja, man sieht hier, wir sitzen im Hinterhof, und mittags sitzen wir hier in Nicht-Corona-Zeiten alle immer zusammen, und es ist ein ganz besonderer Moment. So, und hier haben wir Amira. Hallo. Und Ferusan. Hallo. Die gerade an den Taschen für den Deutschen Ärztinnenbund arbeiten. Mit handbestipptem Logo. Und da hinten haben wir noch Mansure. Hallo. Hallo, unsere Gesellen. Und arbeitet an einer Jacke mit einem ziemlich herausfordernden Material. Hallo Betty. Hallo. Betty arbeitet gerade an Taschen für Shopper für das Jüdische Museum, das aus alten Planen zugeschnitten wurde und neu zusammengestellt. Claudia. Hallo. Hallo, hallo. Ihr seht hier unser afghanisches Regenmantelmodell. Es ist ein ganz klassischer, traditioneller afghanischer Mantel.
Und wir haben den aber modern umgesetzt, indem wir ein Material verwendet haben, was aus 100% PET-Flaschen hergestellt wird. Es gibt auch noch eine wunderbare Tasche, die ganz leicht ist und regenabweisend und ja, auf in den Regen. Genau, und das kann man bei uns auch natürlich im Online-Shop oder direkt über unsere E-Mail-Adresse bestellen. Wunderbar, vielen Dank. Wir haben gerade in dem Film gesehen, Niki, dass ihr Frauen habt, dass vor allem bei euch Frauen arbeiten, die selbst eine Fluchtgeschichte haben. Wie kam es dazu? Auf der Höhe der Flüchtlingskrise 2015 gab es einen Aufruf vom Social Impact Lab und der KfW-Stiftung. Und es wurden nach Ideen gesucht, um die Menschen, die zu uns kommen, einen Anschluss zu ermöglichen über ein Mentorenprogramm oder über eine Ausbildung oder eine Möglichkeit einer Arbeit. Und zu der Zeit kreuzten sich die Wege von Claudia und mir. Sie brachte ihre Expertise im Modedesign und in der Maßschneiderei mit, ich im Sozialunternehmertum und als Kommunikationsdesignerin. Und da ist die Idee geboren, eine B2B-Schneidermanufaktur zu machen. Vielleicht ganz kurz Erklärung, B2B? Ach so, Business to Business. Also wir arbeiten nur für Modelabels, die gerne in Deutschland produzieren möchten, eben auch nachhaltig und auch einen Bedarf, einen kleinen Bedarf haben an Kleinserien. Also wir arbeiten jetzt, machen keine Änderungen oder wenn jemand etwas maßgeschneidert haben möchte, das machen wir nicht. Gut. Modelabels, also ich habe ja eingangs gesagt, die Masken der SPD sind auch von Stitch by Stitch hergestellt worden. Also dass die SPD mal mit einem Modelabel verglichen wird, gibt es glaube ich auch nicht so häufig. ich würde gerne meinen zweiten Gesprächsgast des heutigen Abends mit in die Runde nehmen. Jörg habe ich kurz vorgestellt. Jörg, digitale Helden. Wenn ich an die Helden meiner Kindheit denke, dann denke ich an J.J. Okocha, Uwe Bein, Maurizio Gaudino. Was sind die digitalen Helden? Versetz dich in deine Kindheit zurück, als du in der 6. Klasse warst und das zur heutigen Zeit. Und du vielleicht ausgegrenzt wirst aus dem Klassenchat, immer wieder von dem Administrator der Gruppe rausgeschmissen wirst. Mhm. Auf dem Heimweg gehänselt wirst. Fotos von dir unerlaubt veröffentlicht werden und du dein Einverständnis nicht gegeben hast, dass das auf dem Schulhof oder auf dem Heimweg von dir gemacht wird. Und digitale Helden sind eben ältere Schülerinnen, 8. und 9. Klasse, die als vertrauensvolle Ansprechpartner auf Augenhöhe für ähnlich Gleichaltrige an ihren Schulen aktiv sind und beratend zur Seite stehen bei, ich sag mal, Herausforderungen wie eben Cybermobbing und Sexting, präventiv. Oder eben auch bei kleineren technischen Herausforderungen, wie welches Häkchen muss ich denn hier anklicken? Auch du hast uns einen Film mitgebracht, damit wir uns mal anschauen können, wie die digitalen Helden arbeiten, wo du arbeitest. Werden die Veranstaltungen heute gerne bei euch oder auch bei euch gemacht? Das ist aufgrund der aktuellen Situation leider nicht möglich. Aber wir würden uns auch gerne nochmal die Räumlichkeiten der digitalen Helden anschauen. Also bitte, Film ab. Sehr gern. Einem sonnigen Tag bei uns in dem Hinterhof. Hallo, ich bin Jörg Schüler, ich grüße Sie. Ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer der Digitale Helden Gemeinnützige GmbH aus dem schönen Frankfurt-Bornheim. Heute möchte ich Sie einmal mitnehmen zu uns ins Büro und zeigen, wie wir hier wirken. Und während der Pandemie ist es hier natürlich nicht so voll, wie wenn die Pandemie nicht ist und 13 Kolleginnen mit mir gemeinsam hier wirken. Im schönen Hinterhof gelegen. Das ist unser Büro und hier hinten ist eine Teeküche und hier arbeiten natürlich sonst unsere Kolleginnen und Kollegen für den Online-Kurs, aus der Pädagogik, aber auch für die Redaktion und Kommunikation. Und hier müsste jetzt eigentlich eine kurze Off-Stimme von mir kommen, aber ich kann es auch direkt weiter kommentieren. Das ist unser kleiner Konferenzraum, in dem wir einfach ein bisschen gesondert von dem Großraumbüro
uns besprechen können mit verschiedenen Preisen, die wir gewonnen haben, die Google Impact Challenge 2016 oder auch Deutschland Land der Ideen, ein Wettbewerb hier unterschrieben von Joachim Gauck. Kommt mit, jetzt gehen wir noch einmal schnell in unseren Kreativknoten, wo wir unsere Aufnahmen machen. Hier sind wir jetzt bei uns im Kreativknoten angekommen, wo wir unsere Filmaufnahmen für unseren Online-Kurs drehen. Und natürlich sitzt hier auch unser pädagogisches Team, aber auch während der Pandemie nicht in voller Besetzung. Hallo. Und hier kommen wir in unser Videostudio, indem wir vor unserer Aufnahmewand die Videos für den Online-Kurs produzieren. Das ist unser Herzstück eigentlich, weil wir Schulen ein ganzes Schuljahr lang begleiten über Videos, Aufgabenblätter mit medienpädagogischen Inhalten, um eben die 8-9-Klässler zu qualifizieren, um dann an der Schule eben für ähnlich Gleichaltrige aktiv zu werden. Und oder unsere Webinare machen. Wir bieten einmal im Monat kostenfreie Webinare für Lehrerinnen und Eltern an, um, ich sag mal, die Herausforderungen der Digitalisierung auch zu Hause als Eltern eben beim Essensabendstisch entsprechend zu begleiten. Ich glaube, wir alle, ich habe selbst eine Tochter, die 12 Jahre alt ist, also im smartphonefähigen Alter, und wir die entsprechend gut begleiten können bei der Einführung des neuen Familienmitglieds Smartphone. Vielleicht, du hast gerade deine Tochter angesprochen und ich weiß ja aus unserem Vorgespräch, Jörg, es gibt natürlich auch eine konkrete Motivation, wie es zu den digitalen Helden kam. Vielleicht magst du dazu nochmal was erzählen. Ja, sehr gerne. Also es ist natürlich immer ein längerer Weg, aber ich glaube, zurückführen kann man das Ganze, dass ich selbst in der Grundschule ausgegrenzt worden bin. Damals gab es noch kein Digitales. Das mag für mich aus heutiger Sicht sehr entspannt sein. Und jahrelang ist dann eigentlich gar nichts passiert. Ich bin Informatiker geworden und dann ist mein Neffe in eine Abmahnfalle getreten und hatte ein Schreiben von einem Rechtsanwalt auf dem Schreibtisch, weil er einen illegalen Download, der eigentlich keiner war, aber damit in eine Abo-Falle getreten ist, hätte 500 Euro zahlen müssen, was wir relativ schnell lösen konnten, aber meine Schwägerin alleinerziehend eben nicht die Kompetenz hatte, da entsprechend zu begleiten. Und ich mich dann mit meinem Trauzeugen, der in der Werbebranche aktiv war, ausgetauscht habe und wir dann gesagt haben, Mensch, ich Informatiker, Ahnung von der Technik, du kommunikativ stark, da können wir doch unterstützen, Eltern, Lehrer, Schüler, weil wir über dieses Problem, sage ich mal, im persönlichen Umfeld darauf aufmerksam geworden sind, dass es anderen Eltern und Klassenkameraden meines Neffen genauso geht. Und haben dann mit dem präventiven Jugendschutz der Stadt Frankfurt 2010 unseren ersten Workshop für Kinder mit ihren Eltern, wie mache ich meinen heimischen Familiencomputer sicher, ins Leben gerufen haben. Mhm. Dank Kirstin Koch. Dank Kirstin Koch. Also eine zutiefst persönliche Motivation für die Gründung der digitalen Helden. Niki, wie sah es bei dir, bei euch aus? Wie kam es zu Stitch by Stitch? Eine Kombination aus Claudias Vorwissen. Sie hatte ein Modelabel zu der Zeit und war eben im ständigen Bedürfnis nach einer Produktionsstätte, wusste das auch aus befreundeten Modelabels in der Szene, dass das händeringend gesucht worden ist, dass man eben Kleinserien produzieren konnte, ja, vor Ort. Und sie wusste auch, dass die Menschen, die eben zu uns kamen, dass dort in dem Land noch das Schneiderhandwerk noch wirklich eine lebendige Zunft ist. Also die Menschen bringen echt tolle traditionelle Techniken mit, die hier einfach auch gebraucht werden. Also da war eben auch so eine Win-Win-Situation da. Und meine ganz persönliche Motivation lässt sich eigentlich darauf ein bisschen zurückführen, dass ich selber mal eine Chance bekommen habe. Ich bin vor über 20 Jahren nach Amerika gegangen, nach New York, wollte dort arbeiten als Designer und habe aber in der Schule kein Englisch gelernt. Mhm. War auf dem humanistischen Gymnasium und bin aber trotzdem mit meiner Mappe nach New York und habe versucht, einen Job zu kriegen, wo mir auch mehrere Türen entgegenflogen. Mhm. Und es gab aber jemand, die gesagt hat, deine Fähigkeiten, die sind super, die können wir hier unheimlich gut gebrauchen. Und die Sprache, die lernst du halt beim Arbeiten dazu. Und die Chance möchte ich eben einfach auch gern
den Frauen geben, die zu uns kommen, eben auch tolle Fähigkeiten mitbringen. In dem Ganzen, was du gerade geschildert hast, steckt viel Motivation, steckt viel Pioniergeist auch. Du hast im Vorgespräch mir auch gesagt, dass insgesamt das ganze Sozialunternehmertum unglaublich viele Möglichkeiten, unglaublich viele Perspektiven bietet. Du hast davon gesprochen, da steckt ganz viel Pioniergeist auch hier in Frankfurt bei uns. Absolut. Wie viel Pioniergeist steckt hier denn? Also wir haben in dem Zuge jetzt auch wirklich mal gezählt. Also wir haben jetzt so auf schnelle 35 Sozialunternehmen identifizieren können, die gut und gerne 250, 300 Mitarbeiter zusammenbringen in Festanstellung. Also das ist schon ganz ordentlich. Und ich finde, gerade in Frankfurt ist es besonders, weil dort nicht nur kreative Ideen entwickelt werden und auch gute kreative Ansätze vorhanden sind, sondern eben auch gepaart werden mit einem unternehmerischen, wirtschaftlichen Know-how. Ich finde, das unterscheidet uns auch nochmal zu anderen Städten und das macht Frankfurt eine besondere Stadt und ich glaube, deswegen gibt es auch so viele Sozialunternehmen, die auch blühen und die auch langfristig angelegt sind. Also es sind wirklich die 35, von denen wir reden, die sind eben auch schon mehrere Jahre am Markt. Ja. Ich habe eingangs von nachhaltiger Wirtschaft gesprochen, die für die SPD wichtig ist, wie gesagt, jetzt auch im Bundesprogramm. Wir sprechen in Frankfurt auch viel über das Thema nachhaltiges Wirtschaften. Ich glaube, da ist schon so ein bisschen deutlich geworden, wie ihr eure Unternehmen aufgebaut habt, aber insgesamt wie Sozialunternehmen auch strukturiert sind, dass es um Nachhaltigkeit geht, dass es um sozialen Aspekt geht, um einen gesellschaftlichen Aspekt. Jörg, du hast die Initiative Frankfurt wirkt mitgegründet. Da hast du ja versucht, so ein bisschen überlappend mit Sozialunternehmen zusammenzugucken. Welchen Einfluss könnt ihr hier auf Frankfurt nehmen? Vielleicht magst du das mal vorstellen, die Initiative. Sehr, sehr gerne. Frankfurt wirkt geht eigentlich auf eine andere Initiative zurück. Und das ist von der Niki schon erwähnte Social Impact Lab, was ein Mentorenprogramm und ein Inkubator war für Start-ups, aber mit einem sozialen Ansatz, also ein Social Entrepreneurship, wie man neudeutsch sagt, Inkubator, der in Frankfurt-Bockenheim gesessen hat. Und da gab es verschiedene Kohorten, die 8 Monate lang durch ein Mentoren- und Coaching-Programm gelaufen sind. Wir waren da selber drin, Niki auch, da kennen wir uns her. Und viele andere Organisationen, aber nach diesen 8 Monaten war das Ganze vorbei und wir hatten relativ viel Wissen in diesem Social Impact Lab miteinander geteilt, aufgebaut, aber sind dann in alle Himmelsrichtungen verstreut worden. Und der Austausch ist aber extrem wichtig und das unterscheidet uns, glaube ich, auch in vielerlei Hinsicht von klassischen Wirtschaftsunternehmen, die eher oftmals in der Ellenbogenmentalität zueinander stehen, eher im Konkurrenzdenken sind und wir vor allem Ressourcen, Ideen miteinander teilen, weil das, was Niki schon entwickelt hat, mir nützen kann und ich damit schneller vorankomme. Die Macht der indirekten Wirkung. Und wir uns immer regelmäßig versucht haben, sofern es denn die Arbeit zugelassen hat, auszutauschen, zu treffen, Verträge, die jemand schon bei einem Anwalt hat prüfen lassen, untereinander zu teilen, Gesellschaftsverträge, Arbeitsverträge etc. Und darauf aufbauend ist eigentlich sowas wie ein Alumni-Konzept, im Idealfall eine Begegnungsstätte zu haben für Sozialunternehmen, für die kleine aufstrebende Keimzelle von sozialer Innovation in Frankfurt, die gemeinsam Ressourcen nutzen kann, damit Steuergelder, weil wir oftmals auch durch Steuergelder, wir als gemeinnützige Organisation finanziert sind, damit Ressourcen sparen können und mehr Wirkung erzielen, weil wir Dinge schneller erreichen können, kostengünstiger erreichen können und damit 2, 3 Schritte auf einmal gehen können. Und deine tolle Idee, einfach auch ein Haus zu haben, ne? Also auch was sichtbar ist. Also die Idee auch, dass man in der Innenstadt wahrgenommen wird, also dass Frankfurt auch für was anderes steht als nur die Finanzmetropole, ja? Sondern dass man eben sagt, wow, da ist Social Entrepreneurship echt eine Größe. Ich möchte in diese Stadt gehen, weil ich dort eben das Ökosystem habe. Die unterstützen mich, die denken gemeinschaftlich. Und da möchte ich gerne hin, also auch, dass es eben für die Stadt Frankfurt etwas ist, wo sie sich wirklich mit zeigen kann. Ja. Nicht nur die Kreativbranche und die Bankenbranche, sondern eben auch die soziale Innovationsbranche. Ja. Wie konkret können aus eurer Sicht Sozialunternehmen die Stadt Frankfurt, du hast es eben angesprochen,
unterstützen, helfen, gesellschaftliche Probleme zu lösen oder jedenfalls abzufedern? Wer möchte? Ich glaube, in vielerlei Hinsicht, wir ergänzen uns einfach, weil per se ist ja, und auch da gab es eine, oder es gibt eine Definition von dem CENT e.V., das ist das Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland, die eine sehr umfangreiche Definition von Sozialunternehmertum veröffentlicht haben. Und kurz zusammengefasst, wie du es schon auch getan hast, ist, dass Sozialunternehmen gesellschaftliche Herausforderungen mit unternehmerischen Mitteln lösen. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wo Staat und Gesellschaft verschiedene Herausforderungen, ob das Energiewende ist, ob das Mobilität ist, ob das Bildung ist, wir unterstützen können, um vielleicht mit anderen Ansätzen kreativere, zielführende Lösungen zu finden und damit schneller zum gesellschaftlichen Wohlergehen beizutragen, ist die Bandbreite relativ groß. Das kann sein eben durch die Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt und bessere Integration durch Bildung in unserem Fall. Ne? Der Digitalpakt hat eine Menge Geld in die Schulen, also in die Hand genommen, um Digitalisierung in die Schulen zu treiben. Die Pandemie hat das, glaube ich, wesentlich schneller geschafft, als es der Digitalpakt für möglich gehalten hätte. Und jetzt gehen aber auch damit Herausforderungen einher, wo wir Schule und Familie dabei unterstützen, digitale Kommunikation bewusst und kompetent zu nutzen. Magst du ergänzen? Oder? Ja, ich glaube, ich habe tatsächlich deine Frage andersrum verstanden, was Frankfurt für uns tun kann. Das wäre die nächste Frage gewesen. Du bist schon eins weiter. Ja. Das war schon erstmal die Frage, wie können Sozialunternehmen Einfluss nicht nur auf die gesellschaftliche Debatte, das machen wir ein Stück weit jetzt auch hier, sondern Einfluss nehmen, dabei helfen, gesellschaftliche Probleme zu lösen. Also wir reden ja in Frankfurt ganz, ganz viel über das Thema und das bestätigen die Bürgerumfragen jedes Jahr aufs Neue. Wohnungssituation ist natürlich ein Riesenthema. Das Thema Verkehr in einem Atemzug im Moment mit dem Thema Klima. Zweites ganz, ganz großes Thema. Ihr seid verhaftet ganz stark im Bereich Digitalisierung, aber ja auch Bildung. Das ist ja ein immenser Bereich in der Bildung. Du hast vorhin angesprochen, ich soll mich in einen Sechstklässler versetzen. Wenn ich überlege, sechste Klasse, mein allererstes Handy hatte ich kurz nach dem Abitur. Das war 99, 2000. Da kam das so langsam. Ich war einer der Letzten. Aber es ist natürlich eine ganz andere Zeit. Deswegen schon noch mal die Frage, aktuelle Probleme oder wie Politiker gerne sagen, Herausforderungen. Wie können Sozialunternehmen da Lösungsbringer sein? Also noch ein kleines Beispiel auch aus Frankfurt, was ich ganz toll finde, ist ein Bier, ein Frankfurter Bier, nennt sich Knerzi, das aus Resten von Brot gebraut wird. Also, ne, dass man da eben auch die Verschwendung von Essen, dass man daraus wieder etwas Neues entwickelt. Ja? Und ein super Bier braut, das habe ich gestern das erste Mal probiert, schmeckt klasse. Aber natürlich jetzt also auch in unserem Fall, dass mit Stitch by Stitch gehen wir natürlich auch die Riesenthematik der ganzen Textilindustrie an. Also ich weiß nicht, ob bekannt ist, aber die Textilindustrie hat einen größeren CO2-Ausstoß als die Luftfahrt und die Schifffahrt zusammen weltweit. Also das ist ein Gebiet, wo massiv sich was ändern muss. Und da eben auch das Bewusstsein zu schaffen bei dem Endverbraucher, zu überlegen, was kaufe ich da eigentlich, woher kommt das, ja? In welchem Land wurde das produziert, wer hat daran gearbeitet und welche Materialien werden da eingesetzt. Ja? Also dass da ein Umdenken passiert und eben auch klar wird, wenn ich ein Kleidungsstück, zum Beispiel ein T-Shirt kaufe, für ein Baumwoll-T-Shirt mit regulärer Baumwolle werden 2700 Liter Wasser verbraucht. Das wird in keiner Rechnung aufgeführt. Das wird einfach verbraucht und das T-Shirt kostet dann, wenn es auch noch über See günstigst produziert ist, auch noch 2,30 Euro oder 4,99 Euro. Ja, auch dort wird ein Preis woanders bezahlt, dass wir so ein günstiges T-Shirt haben. Und wenn wir aber wieder die Rechnung richtig machen, also eine echte Bilanz führen, wo eben auch aufgeführt wird, welche Ressourcen verbraucht werden, die ja freistehen, wie zum Beispiel das Wasser,
dann sieht man, dass ein T-Shirt eigentlich auch mehr kosten muss. Und wenn man dann noch überlegt, will ich eigentlich ein T-Shirt kaufen, was kilometerweise verschifft worden ist, mit Pestiziden bestreut wurde, damit es überhaupt von dort nach hier kommen kann, und sagt, also eigentlich gebe ich vielleicht ein bisschen mehr für ein T-Shirt aus, das mit einer Biobaumwolle hergestellt wird und eben in Deutschland oder Europa gefertigt, wo ich auch sicher sein kann, dass ein fairer Arbeitslohn bezahlt ist und niemand sonst anderes den Preis zahlt, außer ich. Mhm. Gut, jetzt wollen wir die Diskussion mal ein bisschen weiten. Katharina, gibt es Fragen aus dem Chat? Genau, wir haben eine Frage von Petra Rosbrey an dich, Niki. Und zwar hast du die unternehmerische Kompetenz erwähnt, die in Frankfurt vorhanden ist und auch Grundlage für den Erfolg der Sozialunternehmen ist. Könntest du da noch Details nennen, was da besonders wichtig ist? Tja, wie fasst man das jetzt kurz zusammen? Also ich würde mal, ich habe es so ein bisschen im Kopf gehabt im Vergleich zu Berlin, weil Berlin wird ja auch immer gerne so ein bisschen als die Start-up-Stadt gesehen und da gibt es auch eine ganze Menge Sozialunternehmen, die halten aber nicht lange. Also da sind irgendwie viele Ideen gibt es, sind aber dann auch verpuffen relativ schnell und ich glaube, dass wir in Frankfurt da einfach nochmal einen anderen Ansatz mitbringen, da einfach wirtschaftlicher denken, also weil auch, glaube ich, die Rahmenbedingungen in Frankfurt einen auch dazu zwingen, also allein ein Büro zu finanzieren, da kann man nicht mit irgendwie 200 Euro irgendwo einen Raum haben oder noch weniger und sagen, ach ja, das habe ich mein Unternehmen, sondern wenn man das wirklich auf feste Füße stellen will, muss das auch funktionieren unternehmerisch, ja. Würdest du sagen, Niki, Frankfurt ist deswegen so ein gutes Pflaster für Sozialunternehmen, weil, du, wie du eben gesagt hast, die Situation hier vielleicht ein bisschen rauer ist als in anderen Städten? Ich habe es ja eingangs gesagt, wir haben hohe Wohnungspreise. Mhm. Frankfurt ist eine flächenmäßig relativ kleine Stadt. Es ballt sich alles auf einem sehr, sehr kleinen, sehr, sehr kleinen Areal. Mhm. Und wir haben ja über das Thema gesprochen, Solidarität spielt eine große Rolle. Mhm. Du hast es vorhin angesprochen, Jörg. Also sich gegenseitig zu unterstützen, ist sozusagen systemimmanent bei Sozialunternehmen. Ist das etwas, was Frankfurt durch die Art der Probleme, Herausforderungen, die wir hier haben, als förderndes Element für Sozialunternehmen bringt? Würdet ihr das so sehen? Frage an euch beide. Also ich möchte noch mal ganz kurz sagen, wir wollen ja kein Berlin-Bashing betreiben. Nein. Und Berlin ist eine tolle Stadt. Ja. Ich muss aber auch dazu sagen, Frankfurt ist toller. Sag das, Friede. Danke. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig ist es, und das ist eigentlich egal, Entschuldigung, ob für einen klassischen Unternehmer oder für einen Sozialunternehmer, ist der Glaube an das, was man tut, und Durchhaltevermögen. Und da auch immer wieder sich selbst zu überzeugen, aber auch andere davon zu überzeugen. Und auch das, was Niki gesagt hat, in Frankfurt agieren wir auf einem ganz anderen Pflaster. Aber das, was Frankfurt, finde ich, auch einfach so einzigartig macht, ist, wir sind eine relativ kleine, also ich sage immer, und auch andere, Frankfurt ist ein Dorf und Frankfurt ist die kleinste Großstadt und die größte Kleinstadt. Ja. Und genau das macht es so besonders, dass wir so viele Nationalitäten hier haben, dass wir so viele unterschiedliche Sichtweisen auf relativ kompakten und geballten Raum haben, ist großartig. Mhm. Bringt aber auch seine Herausforderungen eben mit, die wir als Frankfurter, finde ich, aber auch gut meistern. Und aber ich finde auch, das ist ja auch schon seit Jahrzehnten so. Ne? Das ist ja nicht erst, dass es jetzt seit 2015 irgendwie vielfältiger geworden ist, sondern Frankfurt war schon immer, seit den 80er Jahren, ja, schon sehr vielfältig. Ich weiß nicht, ob du da genauere Zahlen hast, aber das ist, also das gehört zu Frankfurt dazu einfach. Früher, ja. 60er wahrscheinlich. Oder sogar, also, genau. Ja, also das macht die DNA schon nochmal. Also, ja. Also aktuell kann ich sagen, ist in Frankfurt sowas, also Vielfalt, wenn man es jetzt auf die Kulturen zurückführen will, es gibt, glaube ich, etwa 180 verschiedene Nationalitäten, die in Frankfurt leben. Ja. Es werden etwa 200 Sprachen gesprochen hier und haben über die Hälfte der Frankfurterinnen und Frankfurter haben mittlerweile eine Migrationsgeschichte. Mhm. Also haben entweder einen deutschen Pass mit einer Migrationsgeschichte oder sind per Pass, per Definition Ausländer. Mhm. Also wir sind, sagen wir gerne auch immer von uns, die internationalste Stadt Deutschlands. Ja, ja. Vielleicht noch mal eine Frage, Katharina? Genau. Wenn wir bei Frankfurt sind und den Standort vorteilen, dann sind wir eben doch auch schnell bei den Banken und beim Geld und beim Kapital.
Und da hat Gökhan aus dem Nordend, liebe Grüße, eine Frage an beide Gäste. Und zwar, könnt ihr Tipps geben an potenzielle GründerInnen, die Startkapital für Social Enterprise suchen? Mhm. Wo und wie werden sie geholfen? Das ist der Finger gleich in die Wunde gelegt. Das ist nämlich genau das, was, wenn wir jetzt sagen, was könnte denn die Stadt für uns tun, dass es gerade für Sozialunternehmer nicht so einfach ist, da Gründungsfinanzierung zu bekommen. Also das ist ein Punkt, der auf jeden Fall auch gefordert wird, dass eben das Sozialunternehmertum mehr an Gründungskapital zugestellt wird. Es gibt in Frankfurt durchaus also verschiedene Möglichkeiten. Also wir haben mit einem Mikrokredit gearbeitet von der WI Bank. Es gibt den, ich glaube, es ist der Gründerfonds, der Frankfurter Gründerfonds, und dann über die KfW-Stiftung gibt es auch eine Möglichkeit. Es gibt auch verschiedene Institutionen, also zum Beispiel, wir haben mit Jump, den Frauenbetrieben, zusammengearbeitet, die einem auch helfen mit einem Businessplan, um dann eben vielleicht einen Kredit zu beantragen. Eine Möglichkeit. Es gibt natürlich auch Fördermöglichkeiten. Es kommt natürlich immer darauf an, in welchem Bereich man aktiv ist und wo seine Wirkung liegt mit dem Sozialunternehmen, das man aufbauen möchte. Und da gibt es natürlich also auch bei der Hessischen Ministerium verschiedene Fördertöpfe. Aber da ist noch viel Luft nach oben. Genau, da arbeiten wir auch schon seit Längerem dran, vor allem CENT. Wir sind auch CENT-Mitglieder hier in Frankfurt. Sag gerade noch mal CENT, du hast vorhin schon mal kurz Social gesagt. Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland. Und mit CENT ist auch in Hessen ein Förderprogramm für Sozialgründerinnen auferlegt worden. Ich habe leider den genauen Titel nicht mehr. Ich glaube, es ist mit KfW zusammen. Inkubator, Social Innovation Inkubator oder sowas. Bei CENT kann man das cent-ev.de aber rausfinden, wenn ich hier so einen Werbeblock machen darf. Ist aber auch ein gemeinnütziger Verein. Dann unser Geld kommt tatsächlich nicht aus Frankfurt und auch nicht aus, primär nicht aus Hessen, aber auch aus Hessen, öffentliche Gelder, sondern von Stiftungen. Wenn man in Frankfurt gründen möchte, ist es sicherlich spannend, sich mal den Frankfurter Stiftungstag anzuschauen, wenn man eine gemeinnützige Organisation ist, aber auch Förderprogramme, Förderwebseiten, wo man schauen kann, welche Fördermöglichkeiten gibt es. Und zielführend sollte es auch immer sein, für ein soziales Unternehmen zu schauen, wie kann ich mich auch von Drittmitteln im Idealfall möglichst unabhängig machen. Mhm. Oftmals brauchen wir das, um soziale Innovationen auf die Straße zu bringen, aber auch Möglichkeiten durch eigene Einnahmenströme, die aber anders als in einem klassischen Wirtschaftsunternehmen quasi als Shareholder Value dienen, sondern immer, wenn man gemeinnützig ist, eben als Gewinne in die gemeinnützige Organisation zurückfließen müssen, Rücklagenbildung etc., Pandemieausgleich, auch sowas. Ist die Gründung eines Sozialunternehmens und die nachhaltige Positionierung, also die langfristige, das langfristige Überleben eines Sozialunternehmens schwieriger als ein, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, normales Startup zu gründen? Also man sagt, dass jetzt ein Sozialunternehmen nach 5 bis 7 Jahren schwarze Zahlen schreibt, während man bei einem regulären Anführungszeichen Unternehmen, glaube ich, sagt 3 bis 5 Jahre. Und dem würde ich, glaube ich, auch so beipflichten. Ne? Also auch was Jörg gesagt hat. Also für mich, auch ganz persönlich, ist wirklich das Ziel, dass wir irgendwann unabhängig sind. Wir kriegen auch noch Förderungen, aber wir haben es letztes Jahr geschafft, dank auch der Masken, 3/4 selber zu stemmen und nur mit 1/4 anteilig einer Förderung das Jahr abzuschließen. Aber das, also ich möchte auf jeden Fall in diese Richtung weiterhin gehen. Dadurch, dass wir ausbilden, finde ich das okay, dass wir da auch noch eine Unterstützung bekommen. Und eben auch die integrative Arbeit, die bei uns stattfindet, ist einfach auch sehr zeitaufwendig. Aber grundsätzlich finde ich auch für ein Sozialunternehmertum die Perspektive, sich unabhängig zu machen von diesen Drittmitteln. Ja, ja, ganz klar. Ja. Und da wird auch an anderer Ebene und auf größerer Ebene dran gearbeitet. Wir sind ganz am Anfang auch mit unserer Gründung auf
unter anderem auf der Aufschwungmesse hier in Frankfurt gewesen und haben auch mit Venture Capitalists gesprochen, aber für die sind wir alle uninteressant, weil wir haben keinen Profit, den wir irgendwann abwerfen, wo man seine Gewinne mit maximieren kann. Aber da, wie gesagt, findet eben ein Umdenken statt, dass es nicht mehr nur darum geht, einen monetären Profit zu erhalten, sondern einen Social Profit. Das heißt, ich Gelder gebe und in Wirkung für die Gesellschaft bezahlt werde und natürlich mein Geld zurückbekomme, aber nicht mit dem Gewinn zu wachsen, wie es in der klassischen Start-up-Finanzierung der Fall ist. Gibt es denn Unternehmen, die euch als, ich spitze jetzt mal ein bisschen zu, als Werbemaßnahme sehen, die sagen, die digitalen Helden übernehmen eine Funktion, übernehmen eine Aufgabe, die ich als Unternehmensführerin, als Unternehmensführer so wichtig finde, dass ich denen Geld gebe, die ich sonst in Facebook-Werbung oder in Print-Werbung stecken würde? Gibt sicherlich, haben wir bis jetzt wenige gefunden, aber generell kann man, glaube ich, ein Sozialunternehmen oder uns, wir sagen immer, man kann uns unterstützen, nicht nur durch Geld, sondern auch durch Netzwerk und Know-how. Mhm. Und wir haben verschiedene Partner, die kein Geld für uns hatten, aber gesagt haben, wir haben Profis, die wir mit euch in Verbindung bringen können, die euch Coaching geben. Wir haben eine Pro Bono Rechtsberatungskanzlei, eine internationale. Wir haben große Marketingunternehmen, die uns geholfen haben, bestimmte Kommunikationsmaterialien nochmal zu entwickeln. Wir haben aber auch Führungskräfte-Coaching oder sowas gehabt, weil auch eine der wichtigen Dinge ist, an der eigenen Persönlichkeitsentwicklung zu arbeiten. Ja. Und dass sich, sage ich mal, noch aus den, wo man eh am Geld knappst als Sozialunternehmen, sich auch noch einzukaufen, wo vielleicht ein Business-Coaching dich 3.500 Euro kostet, hat man nicht. Mhm. Und wenn dir aber einer dabei sagt, ich mache das pro bono für euch oder schnapp mir ab und zu ein paar Sozialunternehmen und das ist mein Social Profit, mein Social Giving, dann ist das für uns super und das hat uns geholfen. Ich glaube, bei uns im Team von den 13 Leuten war etwas mehr als die Hälfte schon in so einem klassischen Business Coaching, was sich, man sich sonst teuer erkaufen muss. Sehr wir haben gut. Dadurch natürlich auch Teamentwicklung durchgemacht, die jetzt gerade auf einem Hoch ist und das ist schön. Sehr gut. Katharina, vielleicht schauen wir nochmal in die Fragen rein. Ja, wir haben zwei Fragen, die da gerade auch gut zu passen. Und zwar von Petra nochmal die Frage, normale Unternehmen messen den Erfolg ja in Gewinn und Verlust. Wie würdet ihr den Erfolg eines Sozialunternehmens definieren und messen? Und dann Göckern hat gefragt, Stichwort kluge Lösungen oder kluge Regeln der Politik. Wie sieht es aus mit Rechtsformen? Müsste man sich da von Großbritannien zum Beispiel was abgucken, was die Vielfalt der Rechtsformen angeht? Oder reicht es aus eurer Sicht aus, die gemeinnützige GmbH zu haben? Wer mag? Ladies first? Gut, dann fange ich mal an mit dem Messen. Also bei uns, also im Sozialunternehmertum ist es eben nicht die finanzielle Messbarkeit, die ausschlaggebend ist, sondern die Wirkung, also die soziale Wirkung. Die wird dann auch nochmal, es gibt so eine Art Wirkungstreppe, an der man sich ganz gut eben auch die Wirkung nachvollziehen kann. Und dort geht es darum, dass man eben einmal eine Wirkung hat, die auf die Zielgruppe verteilt ist, also jetzt in unserem Fall wäre unsere Zielgruppe unsere Schneiderinnen, unsere geflüchteten Frauen, wie wir dort eine Wirkung erzielen können und dann der nächste ist der Impact, den wir dann auch in der Gesamtgesellschaft haben mit unserer Arbeit, ne? Also jetzt auch wie bei euch, so würde ich es jetzt definieren, dass man eben andere Werte hat. Es kann jetzt, also auch bei uns wären es natürlich nochmal ökologische Werte, die man mit messen kann, wie ich ja schon vorher beschrieben habe, also weniger CO2-Ausstoß, weniger Wasserverbrauch etc. Oder eben auch eine gesellschaftliche Wirkung. Ja, da auch gerne nur ergänzen, es gibt ja innere und äußere Werte oder Wirkungen, die man erzielen kann. Die Gemeinwohlökonomie zum Beispiel schaut auch sehr stark nach innen. Das ist das, was Niki gerade meinte. Was sind seine ganzen Partnerorganisationen, mit denen man zusammenarbeitet etc. Aber klassisch in der Wirkung, wenn wir uns nicht an den Profit messen lassen, wie viel Gewinn haben wir in diesem Jahr gemacht, was natürlich auch wichtig ist, um überhaupt die gesellschaftliche Wirkung weiter entfalten zu können, darauf zu schauen, wir haben bestimmte Zielgruppen und wenn wir, ich sag mal, nur ein Webinar machen oder eine Veranstaltung, wir
arbeiten aktuell mit 176 Schulen zusammen. Da erreichen wir pro Schule 2 Lehrerinnen. Mit diesen 2 Lehrerinnen arbeiten wir noch mit ungefähr 10 Schülerinnen pro Schule zusammen. Und die machen durch ihre Klassenbesuche, erreichen die an den Schulen ungefähr 250 jüngere Schülerinnen und Schüler. Und das ist erstmal ja ein reiner Output, den wir haben. Wenn wir aber wirklich auf der Wirkungstreppe, die Niki angesprochen hatte, von Fineo nochmal schauen, durch unsere Aktivitäten und durch den Output und Outcome, den wir generieren, welche gesellschaftliche Veränderung haben wir in der Zielgruppe? Was passiert wirklich für eine Verhaltensänderung bei den 5. und 6. Klässlern zum Beispiel? Haben die weniger Mobbing-Erfahrung? Das sind Sachen, die sind extrem schwierig zu messen. Aber da reinzuschauen mit Wirkungsmessungsmethoden, da sind wir auch noch nicht. Wir betreiben aktuell ein Monitoring erstmal, aber im nächsten Schritt wirklich zu schauen, welche Veränderungen passieren durch unsere Aktivitäten in den Zielgruppen, die wir adressieren, ist eigentlich das Nonplusultra gesellschaftlicher Veränderungen, weil wir dann damit nachweisen können, dass wir dazu beigetragen haben, dass sich etwas von einem Status quo verbessert hat. Und die zweite Frage war noch? Die Rechtsformen, bei den Briten uns was abgucken sollten. Ist definitiv ein gutes Vorhaben und da gibt es auch, ich habe jetzt gerade neulich auch eine Mail bekommen, es gibt eine Initiative auch um Zentrum, die sich dafür gerade einsetzt, dass es eine neue Rechtsform in Deutschland geben soll. Momentan arbeiten wir alle so ein bisschen drumherum, indem es hybride Organisationen gibt, indem man gemeinnützige Organisationen mit Wirtschaftsbetrieben zum Schutz der Gemeinnützigkeit im Rahmen der Abgabenordnung, eben die für die Gemeinnützigkeit relevant ist, schützt. Und ob man das besser kombinieren kann, von daher, es gibt Bestrebungen, das zu tun und ich halte das auch für sinnvoll, ja. Ergänzt? Nein, ich finde auch, wir sollten uns da auf jeden Fall was abgucken, gerade bei den Briten, die sind da wirklich Pioniere, also die sind da schon Senioren, ja, also wir sitzen, finde ich, noch so, was das Sozialunternehmertum anbelangt, so ein bisschen in den Kinderschuhen, also da kann man in Deutschland noch, finde ich, ganz schön ordentlich was bewegen und da wäre natürlich auch toll, wenn die Politik sich eben die Thematik auch wirklich auf das Parteiprogramm mitschreibt und da auch positiv mit die Entwicklung forciert. Ja. Okay. Es gibt verschiedene Hürden, die wir einfach zu meistern haben, um gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen. Absolut. Du hattest vorhin schon mal, ist mir noch eingefallen, wollte ich gerne noch mit reingeben, auch, dass wir als Sozialunternehmen nicht nur wie ein klassisches Unternehmen im Endeffekt Marketingaktivitäten machen, dadurch unsere Produkte mehr verkaufen und mehr einnehmen können, sondern wir haben zum einen, erbringen wir unsere Leistungen an der Schule und führen die Workshops durch und produzieren die Videos, Aufgabenblätter, Online-Kurse etc. Damit haben wir aber noch kein Geld verdient und müssen im Endeffekt jetzt nochmal Klinken putzen gehen und dann Leute davon überzeugen, von dem, was wir tun, um Geld für das, was wir schon getan haben oder tun werden, zu bekommen. Und das ist eigentlich doppelte Arbeit, die aber nicht doppelt honoriert wird, außer mit Anerkennung und Karma-Punkten. Zum Beispiel heute Abend, ja. Anerkennung. Katharina, wir haben noch eine Frage. Genau, nochmal zurück zur Rechtsform. Da möchte Emilia wissen, bezieht sich auf das kleine G an der GmbH. Brauchen wir Innovationen und Erleichterungen im Rahmen der Abgabenordnung oder brauchen wir ein Gemeinnützigkeitsgesetz? Ui. Jetzt wird es sehr fachlich. Jetzt wird es sehr detailliert. Könnt ihr dazu was sagen oder sollen wir die Frage mitnehmen und im Nachhinein beantworten? Das, was ich gerne dazu sagen würde, wäre, Unterstützung dabei ist gerade als Gründer noch besser zu verstehen. Wir haben echt Jahre gebraucht, um dahinter zu kommen, was die Abgabenordnung eigentlich wirklich von uns will. Mhm. Und wo sind die Fallstricke? Weil es schwebt immer das Damoklesschwert, der Verlust der Gemeinnützigkeit über dir. Und du begibst dich auf ganz verschiedene Reisen und stellst dann irgendwann im Laufe dessen fest, ach, das wäre gar nicht nötig gewesen, weil es geht ja doch laut Abgabenordnung. Oh, hier hast du aber Glück gehabt. Und da, ich war auch beim Finanzamt auf so einer Veranstaltung zur Abgabenordnung für gemeinnützige Vereine. Das ist alles sehr, sehr gut, aber noch nicht ausreichend. Ja, es ist ein Dschungel. Es ist ein absoluter Dschungel. Also auch wir haben wirklich
ja, ein gutes Jahr gebraucht. Also wir haben auch als GbR gestartet und haben aber dann festgestellt, dass eben die integrative Arbeit doch so raumeinnehmend ist, dass wir gesagt haben, also das können wir, also wir müssen uns da einfach noch eine Unterstützung holen und können das nicht aus unserem eigenen Kredit tragen. Ja, das, da haben wir gesagt, das muss doch sein. Und es war gar nicht so leicht, das dann auch auf die Wege zu bringen. Ja. Und also da wäre es eigentlich toll, und das ist sicherlich auch die Arbeit, die Send macht, dass man eine Anlaufstelle hat, wo man eben diese ganzen Fragen bündeln kann. Und da nochmal, um auf Jörgs Frankfurt wirkt, zurückzukommen auf das Haus, ne, wenn man da eben das Haus hätte und da zusammen sitzen würde, könnte man eben auch für Neugründer eine Anlaufstelle einrichten und sagen, also wenn ihr gründen wollt, hier gibt es eben entweder Seminare oder man bucht Stunden beim Experten und unterhält sich natürlich mit allen anderen Sozialunternehmern, die mit in dem Haus sitzen. Ja. Mhm. Also das wäre eine tolle Sache. Vielleicht gibt es ja jemanden da draußen, der noch ein Haus übrig hat. Das ist schon mal ein ganz konkreter Wunsch für die Zukunft. Mhm. Ich würde gerne mit euch eine kurze Fragerunde machen. Ich habe mal 7 Aussagen mitgebracht und bitte euch, nur mit richtig oder falsch zu antworten. Ja? Wir bleiben in eurem Fachgebiet, es geht um Sozialunternehmen, es geht um Aussagen. Mhm. Niki, vielleicht fangen wir mit dir an. Sozialunternehmen wollen Geld verdienen und dabei Gutes bewirken? Mhm. Ja. Stimmt ihr beide zu? Mit schlauen Geschäftsideen die Welt zum Positiven verändern? Ja, ist sehr allgemein formuliert. Ja, aber ja. Grundsätzlich ja? Grundsätzlich ja, ja. Ja. Mhm. Geht ja nur ja oder nein? Mhm. Es geht nur richtig oder falsch? Genau, vielleicht wenn ich bei der ersten Frage... Aber ihr dürft ergänzen. Ist würde okay. Ich, bei der ersten Frage würde ich es umdrehen. Ja. Sie wollen Gutes tun und dabei Geld verdienen. Okay, gut. Sozialunternehmen wollen durch die Verbindung von sozialer Mission und wirtschaftlicher Ausrichtung ein wichtiger Treiber für nachhaltiges Wirtschaften sein. Mhm. Stimmt ihr auch beide zu? Mhm, Sozialunternehmen können Feigenblatt sein, um Geschäftsideen besser zu vermarkten. Nein. Aber es gibt diesen Vorwurf oft. Mhm. Wir haben ihn auch schon gehört. Mhm. So, da kämpft man gegen Windmühlen. Mhm. Wenn wir aber von einem klassischen Sozialunternehmen ausgehen, dann nein. Mhm. Ja. Sozialunternehmen wollen langfristig und nachhaltig denken und handeln. Ja, selbstverständlich, ja. Mhm. Ja, das Ziel eines Sozialunternehmens ist, das gesellschaftliche Problem zu lösen und sich abzuschaffen. Wir haben gewonnen, wenn es uns nicht mehr braucht. Mhm. Bei sozialer Marktwirtschaft liegt bei Sozialunternehmen der Schwerpunkt auf Sozial und nicht auf Marktwirtschaft? Mhm. Das würde ich nicht sagen. Nein. Nee, nein. Also falsch und? Falsch, ja. Wir brauchen beides. Okay. Mhm. Der Kapitalmarkt, die Frage ehrlicherweise ist schon so ein bisschen in der Diskussion eben von euch beantwortet worden. Ich habe sie trotzdem, stelle sie trotzdem nochmal. Der Kapitalmarkt lechzt nach neuen Anlagemöglichkeiten. Sozialunternehmen fliegt das Geld zu. Der letzte Teil nochmal bitte. Mhm, warum? Also der Kapitalmarkt lechzt nach neuen Anlagemöglichkeiten. Ja. Sozialunternehmen fliegt das Geld zu. Also der erste Teil ja. Das ist ja auch tatsächlich der Markt, also der Impact-Investing-Markt, der am meisten wächst, ne, zu allen anderen Anlageformen. Aber es heißt nicht, das hat der Jörg ja schon gesagt, dass dann gleich den Sozialunternehmen das Geld zufliegt. Mhm. Ja. Da sind wir leider noch nicht. Ja. Mhm. Ja. Stimmst du zu? Also wenn es uns zufliegen würde, wäre es schön. Es ist harte Arbeit und wir können auch noch einiges gebrauchen. Mhm. Es passiert da einiges, auch in der deutschen Stiftungslandschaft, bei Philanthropen etc. Da gibt es viele, viele Vordenker und Organisationen, die auch da Ökosystemarbeit betreiben. Und das ist sehr, sehr gut. Und da freue ich mich drauf. Ich kenne auch verschiedene Organisationen, die sich aber vor allem im außereuropäischen Ausland aktivieren, um dort Social Impact Investing in Lateinamerika, in Indien in, etc. Aktiv zu sein und da natürlich andere Probleme unserer Gesellschaft, aber der globalen Weltwirtschaft zu lösen. Okay,
Abschlussfrage an euch, kurz vor acht. Ihr habt einige Themen eben schon angesprochen in Richtung Stadt, Erwartungshaltungen, Hoffnungen, die ihr habt. Wir haben über ein Haus für Sozialunternehmen gesprochen. Du hast eben nochmal eingebracht, Niki, eine zentrale Anlaufstelle, wo es auch Unterstützung gibt. Also einmal das Thema Austausch innerhalb von Sozialunternehmen oder unter Sozialunternehmen und dann das Thema auch eine Möglichkeit, eine zentrale Anlaufstelle und eine Unterstützungshilfe zu bekommen. Was wünscht ihr euch gegebenenfalls darüber hinaus von der Stadt für die Zukunft für Sozialunternehmen? Gibt es einen Wunsch, den ihr habt, um eure Sozialunternehmen konkret, aber insgesamt die Landschaft für Sozialunternehmen in Frankfurt zu stärken? Vielleicht fangen wir. Jörg? Ja? Gentleman first? Ja. Danke. Wir müssen gerade für Sozialunternehmen noch ein bisschen Ökosystemarbeit, also Feldarbeit, Grundlagenarbeit betreiben. Und da wäre so der allererste Wunsch für, von allen, die gesprächsbereit sind, eingeladen zu werden, um erstmal zu eruieren, wo stehen wir gerade und wo müssen wir hin. Und da passiert auch mit der Regionalgruppe Frankfurt von CENT schon einiges. Aber es gibt viele, mit denen wir noch nicht im Gespräch sind. Und wenn die auf uns zukommen und sich melden, fände ich großartig. Wir sind offen dafür. Und ich habe große Lust, nicht nur mit den Sozialunternehmen, sondern auch mit allen anderen, die bereit sind, für Frankfurt noch eine Delle hier in die Welt zu hauen, für soziale Innovation und für mehr gute, bunte Vielfalt. Das ist doch ein schönes Abschlussplädoyer, Niki. Ich pflichte 100% Jörg bei. Also ich denke auch, ja, auch wir alle sind gesprächsoffen und fänden es toll, wenn einfach das, der Begriff auch Sozialunternehmertum eine Delle schlägt. Ja, wunderbar, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, wir sind pünktlich zur Tagesschau fertig mit unserem Gespräch zu Sozialunternehmen und deren wirtschaftlichem Impact auf Frankfurt. Es war eine Veranstaltung des SPD-Arbeitskreises hier in Frankfurt, Wirtschaftsarbeitskreis. Ich danke euch, ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Ich danke dir, liebe Niki, fürs Kommen und fürs Einblicke geben. Gerne. Dir, Jörg, vielen Dank fürs Kommen, für den interessanten Austausch. Und ich danke ausdrücklich, auch wenn man die beiden nicht sieht, Katharina, die so wundervoll die Fragen vorgelesen hat und Jens, der dafür gesorgt hat, dass ihr uns hier überhaupt seht und hört. Jens, der hinten die Technik macht. Euch allen und Ihnen allen noch einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund, muss man ja in diesen Tagen immer wieder sagen. Und vielen Dank fürs Interesse. Tschüss. Tschüss. Danke. Danke. Tschüss. Thank you.
Musik.